Werte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Allerseelenfeier und Gedenkfeier für die Aussiedlung des Raumes Döllersheim-Wallenstein. Vor 80 Jahren war es schon bekannt und vor 80 Jahren sind die ersten Dörfer im Inneren des Truppenübungsplatzes auch schon ausgesiedelt geworden. Es war bekannt, dass man gehen muss. 1955 nutzten die ersten ausgesiedelten Familien die Gelegenheit, hier vor Ort ihrer Toten zu gedenken. Da war die Kirche noch ein Schutthaufen und der Friedhof verwildert und verwachsen. Und aus dieser Allerseelenfeier von damals entwickelte sich die alljährliche Allerseelenfeier, die wir bis heute veranstalten und durchführen können und die immer wieder so wunderbar besucht ist. Zum 50-Jahr-Jubiläum, da gibt es eine Aufzeichnung von der Frau Margot Schindler, haben Angehörige und Ausgesiedelte noch gesagt, naja, wie lange wird es noch dauern, 10, 15, 20 Jahre, bis man dessen gedenkt. Ich bin froh, dass wir das jetzt übernommen haben. Also meine Generation, ich bin ja nach Nachkriegs geboren, konnte das ja nicht miterleben, aber wir aus der nächsten Generation konnten das miterleben, diesen Schock gehen zu müssen und dass das Leben sich verändert. Und das sollten wir wissen und weitergeben, dass damals etwas passiert ist, was nicht passieren hätte dürfen. Es darf niemand aufstehen und jemand dem anderen Leid zufügen, in keiner Weise. Ich freue mich, dass bei dieser Feier heute in Vertretung des Herrn Diözesanbischofs Herr Dächern Magister Andreas Büringer und mit ihm Herr Militärkurat Oliver Hartl und Herr Pater Gregor Michel mit uns die Messe feiern werden. Ganz besonders, dass vom Land Niederösterreich in Vertretung diesmal auch der Landeshauptfrau, Herr Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Franz Moll und Herr Bezirkshauptmann Stellvertreter Magister Matthias Kral bei uns sind. Ich freue mich auch, dass diese Feier immer mit einer wirklich guten Zusammenarbeit mit dem Bundesheer stattfindet. Es ginge gar nicht anders, ohne dass das Bundesheer uns unterstützen würde. Und Dank und Anerkennung dafür und auch, dass das immer wieder stattfindet, möchte ich zwei Personen hier erwähnen, in Vertretung des Typelkommandanten, Herrn Oberstleutnant Julius Schlapschi, der ist den meisten hier bekannt, und den ehemaligen Typelkommandanten, Herrn Brigadier in Ruhe, Franz Weser. Aber so eine Feier geht nicht ohne Helfer und viele arbeiten hier mit, Vereinsmitglieder. Sie sehen dort die Ausstellung, die von Gabriele Geisberger, Franz Hammerschmidt und Gerhard Geisberger immer wieder vortrefflich initiiert wird. Es braucht Helfer bei der Feier, die Feuerwehr, die Parkplätze, die Parkordnung und so weiter. Ich möchte hier die drei Vereinsmitglieder erwähnen und aber ganz besonders den Brandrat Karl Kleinrath, der Freiwilligen Feuerwehr Böller, Herrn Kontrollinspektor Georg Hartl von der Polizei, Herrn Landesrettungsrat Andreas Schwernitzko. Danke für die Mithilfe. Auch für alle jene, die ich nicht erwähnt habe, aber danke. Und damit Musik ist Emotion. Sie haben vorher das Bläserensemble des österreichischen Bundesheeres gehört. Und wir haben heuer zum zweiten Mal, ich habe Sie gebeten, Sie mögen doch noch einmal singen, den Jugendchor aus Kirchberg am Wald.
unter der Leitung von Verena Polzer. Ich glaube, das wird ganz was Besonderes. Wenn Sie hier heute die Kamera sehen, das sind von Niederösterreich heute, also vielleicht sehen Sie was von der Feier heute Abend oder erzählen Sie es weiter. Eines ist mir zum Abschluss wichtig, diese Gedenkfeier, warum machen wir das? Es tut immer weh, wenn ich mit jemandem rede, der oder die nicht wissen, dass es hier einmal 40 Ortschaften gegeben hat, dass hier Menschen weggehen mussten. Und es tut gut, wenn man dessen gedenken kann und wenn sie teilnehmen, und geteiltes Leid ist halbes Leid. In diesem Sinne danke für Ihre Teilnahme und bitte ich Herrn Dechern für die Feier der Heiligen Messe. Liebe Schwestern und Brüder,
eben Aussiedler in erster, zweiter, dritter Generation, liebe Festgäste, die so heute gekommen sind, liebe Ehrengäste, liebe Chor, Musik, liebe Militärmusik, St. Pölten, die Mitbrüder, Schwestern und Brüder. Für wieder ist es wichtig zu gedenken, der Menschen vor uns zu gedenken, weil wir sie schätzen, weil wir sie ehren wollen, weil sie uns vieles bedeutet haben. Menschen, die hier leider Gottes eben im NS-Regime vertrieben worden sind, immerhin 40 Dörfer, 7000 Menschen, im Waldviertel ist das schon eine große Stadt oder Stadt, zumindest eine große Stadt. Unvorstellbar, was hier geschehen ist. Möge Gottes geben, dass so etwas nie mehr geschieht. Dass Leid, solches Leid verhindert werden kann. Dass Menschen zueinander stehen, einander helfen, einander auch beistehen können. Bitte wir den Herrn uns Beginnung seiner Erbarmen, seine Hilfe und von uns sein Verzeihen. Herr Jesus Christus, hilf du uns, vergib, wo wir gefehlt haben, wo wir gesündigt haben. Darum gedenken wir schon zu einer Heiligen und
eigentlich noch mehr genauso oder noch mehr am Allerseelentag der vielen Toten, die wir gekannt haben, die Gott schon zu sich eingesetzt hat. Wir gedenken all der Menschen, die uns in unserem Leben viel Gutes getan haben, die uns vieles bedeutet haben, bringen sie jetzt in unseren Gebeten und Gedanken mit uns zu Gott. Der Tod gehört zum Leben. Wir alle müssen einmal sterben, schon von Geburt an wissen wir das. Und doch fällt es uns schwer, einen geliebten Menschen loszulassen, den, wenn es sein muss, krank, zum Beispiel wenn er sehr krank ist oder anderes, ihn gehen zu lassen. Heute werden Tod und Sterben oft verdrängt in der Gesellschaft. Doch Sinn hat das eigentlich nicht. Wir können den Tod nicht verdrängen, auch wenn wir es noch so gern täten. Da ist es wohl besser, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Jeder Mensch will sein Leben auskosten und genießen, solange es ihm nur möglich ist. Ja, dagegen ist, glaube ich, nichts zu sagen. Leben zu genießen, es zu leben mit den Menschen. Aber beschäftigen mit diesem auch unangenehmen Thema Tod und Vergehen ist allemal wichtig. Unser Trost und unsere Hilfe liegen in Gott, liegen im Glauben an den Gott, der uns liebt, auch über den Tod hinaus. Auch dann gibt Gott uns, wenn vielleicht wir alleine sind, wenn keiner bei uns sein sollte oder keiner bei uns sein will. Gott kennt selbst die tiefsten Abgründe menschlichen Lebens, des Leides, des Sterbens. Heute ist ja auch Freitag, Todestag, Gedenktag des Leidens und Sterbens Jesu, Karfreitag, Fest. Doch der springende Punkt von allem liegt einzig und allein in der Auferstehung Jesu Christi. Er ist auferstanden von den Toten. Wäre Christus nicht auferstanden, so wäre unser Glaube sinnlos. An wen sollten wir und könnten wir glauben? So schreibt es Paulus, der Apostel, einmal. Und in der Lesung, die wir heute gehört haben, Lesung aus an die Thessaloniker, Brief an die Thessaloniker, da schreibt derselbe Apostel, wenn Jesus gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die Verstorbenen mit ihm zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. Wenn Jesus, und das ist unser Glaube, gestorben und auferstanden ist, ja, er ist auferstanden, die Evangelien, die Ostererzählungen, und so oft uns, auch im Alten Testament, ist das ja angedeutet schon, die Auferstehung schon angedeutet, in den neutestamentlichen Schriften steht es auf jeder zweiten Seite. Christus ist auferstanden, er ist gestorben, er ist auferstanden, er wird unsere lieben Verstorbenen zum ewigen Leben führen. Diese christliche Hoffnung dürfen wir alle Zeit in uns tragen. Wenn wir diese Hoffnung in uns haben, so kann eigentlich im Letzten nichts mehr sozusagen passieren. Kann nichts mehr geschehen, was anders wäre als Christus schenkt die Auferstehung und das Leben. Jesus Christus hat alles schon für uns getan. Er hat uns erlöst vom Tod. Er führt uns zur Freiheit der Kinder Gottes. Da sind wir dann beim Evangelium. Im Evangelium beklagen die beiden Schwestern, Martha und Maria, den Tod ihres Bruders Lazarus. Martha, Maria, Lazarus, drei Geschwister sind das, denen war Jesus oft und oft zu Besuch. Es waren eben gute Freunde, allesamt gute Freunde miteinander. In Bethanien, unweit von Jerusalem ist das gewesen. Da stirbt dieser Lazarus, Jesus kommt eigentlich schon zu spät zu ihm. Und da sagt Martha zu ihm,
Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber alles, was du Gott gibst, alles, worum du jetzt Gott bittest, wird Gott dir geben, sagt sie dann auch weiter. Also sie vertraut Jesus stark. Jesus erwidert mit den Worten: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Es sind natürlich die Worte, die Jesus nach Ostern sagt. Aber eben dieser Christus ist die Auferstehung, er ist selbst die Auferstehung und das Leben. Wer nicht glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder lebt, der dann wird an mich glauben, wird nie sterben. In diesem Jesus Christus finden wir wieder den nötigen Halt. Er ist unser Leben, er ist die Freude und Hoffnung. Zu ihm darf ich kommen, jeden Tag und jederzeit, Tag und auch Nacht. In Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen lebendigen Herrn, können wir immer wieder neue Hoffnung schöpfen. Bitten wir ihn darum, für unsere lieb verstorbenen Angehörigen, Freunde, Verwandte, auch für die Wohltäter dieser Friedenskirche, für alle, die sich hier sehr bitten wir Gott, Herr, nimm alle unsere verstorbenen Angehörigen, Verwandte, Freunde und Nachbarn, alle, die uns nahe sind, auf zu dir. Schenke ihnen Anteil am ewigen Leben in deinem himmlischen Reich. Amen. Im Vertrauen.
versammeln uns nun vor dem Friedhofseingang, also alle Festgäste und Gäste, und gehen dann gemeinsam zum Hochkreuz. Ich darf nun den Herrn Abgeordneten zum Niederösterreichischen Landtag, Bürgermeister Franz Mold, um Worte des Gedenkens bitten, in Stellvertretung der Landeshauptfrau Frau Mittelleitner. Hohe Geistlichkeit, Herr Bezirkshauptmann, Stellvertreter, Herr Bürgermeister, geschätzte Abordnungen des österreichischen Bundesheeres, der Freiwilligen Feuerwehr, des Kameradschaftsbundes, der Obmann des Vereines, der Freunde der alten Heimat, geschätzte Damen und Herren, die Sie heute hierher gekommen sind zu dieser Allerseelenfeier am Friedhof von Tollersheim. Ich darf Ihnen dazu auch die Grüße des Landes Niederösterreich überbringen. Vor 80 Jahren, als es den Staat Österreich als eigenständigen Staat nicht gegeben hat, ist eine Entscheidung gefallen, hier im Land um Döllersheim einen Truppenübungsplatz zu errichten. Und bereits im Juni desselben Jahres 1938 wurde angeordnet, die ersten 8 Orte zu räumen. Am 15. August eben dieses Jahres 1938 haben die ersten Truppen hier geübt und es sind hier die ersten Schüsse gefallen. Wir kennen die weitere Geschichte. Bis zum Ende des schrecklichen Zweiten Weltkrieges waren es ca. 7000 Menschen aus 42 Ortschaften, die ihre Heimat für immer verlassen mussten. Nach dem Jahr 1955, als Österreich wieder frei und unabhängig wurde, die Besatzungsmächte abgezogen sind, versuchten immer mehr Menschen, wenigstens die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen, hier wieder zu besuchen. Möglich war und wurde das aber nur hier in Döllersheim. Im Jahr 1986 wurde der Verein der Freunde der alten Heimat gegründet und es war auch im Jahr 1986, als diese Friedenskirche als Gedenkstätte errichtet und auch wieder vom damaligen Diözesanbischof geweiht worden ist. Es war der Leiter der Bundesgebäudeverwaltung Allensteig, Herr Regierungsrat Stangl, der sehr, sehr bemüht war und hier sich große Verdienste erworben hat, dass diese Kirche als Gedenkstätte errichtet worden ist. Und es ist dem Verein der Freunde der alten Heimat zu verdanken, gemeinsam auch mit dem österreichischen Bundesheer, dass es hier alljährlich diese Feier gibt, dass der Friedhof und die Gräber auch hier gepflegt und betreut werden. Geschätzte Damen und Herren, gerade zu Allerheiligen gedenken wir unserer verstorbenen Angehörigen. Und wenn Sie hierher gekommen sind, dann gedenken Sie Ihrer verstorbenen Angehörigen, die hier in diesem Land um Döllersheim gelebt und gewirkt haben. Wir gedenken heute aber auch der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriege oder in Gefangenschaft oder als Flüchtlinge ihr Leben verloren haben.
Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten und teilen ihren Schmerz. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen. Und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen. Und hier tragen wir jede und jeder einzelne von uns Verantwortung. Zu Hause, in der Familie, im Dorf, in der Gemeinde und im Land. Dass es Frieden gibt in der Familie und letztlich auch in der ganzen Welt. Das Ganze. Ab! Ab! Thank you.
liebe Schwestern und Brüder, so darf ich Ihnen allen jetzt Gottes reichen Segen erbitten. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. So segne, beschütze, behüte, bewahre euch vor allen Gefahren. Der allmächtige, liebende, gütige und menschenfreundliche Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden, dank sei Gott dem Herrn. Ganz zum Abschluss wollen wir noch die niederösterreichische Landeshymne singen und dann noch uns verabschieden. Das Ganze ab! Ab. Vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank, Herr Dechern, für die Feier der Heiligen Messe. Vielen Dank für die Worte des Gedenkens, Herr Bürgermeister. Und bleiben wir noch ein bisschen zusammen. Vorne ist Gelegenheit, bei der Agape noch ins Gespräch zu kommen. Einen Termin möchte ich noch hinweisen. Der 18. Mai 2019, das ist unsere zweite wichtige Feier in Oberndorf, die Maiandacht, die Fußwallfahrt von Hallensteig nach Oberndorf, kann ich für die, die das nicht kennen, wärmstens empfehlen. Das ist eine ganz besondere Feier in Oberndorf, also mitten im Truppübungsplatz. Kommen Sie gut heim und gedenken Sie auch öfters immer wieder der alten Heimat. Dankeschön. Das Ganze ab, ab, auf der Stelle abtreten.